tiny bit up. Ooh, just a tiny bit left. Chris, hallo und lieber Zuschauer vor dem Endgerät. Hi Nils und liebe Nerds vom Endgerät, von mir auch. Wir spielen Incredible Crisis, beziehungsweise Tondoken Crisis, glaube ich, im Original, weil der Hauptcharakter... Da steht auch irgendwie Tokuma Shoten, aber das was anderes war, das ist was anderes. Copyright halt da. Warte, wie nochmal? Incredible Crisis! Crisis, ja. Ich habe mir nämlich gedacht, wir können ruhig mal ein bisschen Kacke spielen und es bringt nichts, wenn ich auf Start drücke. Doch. Doch, es wirkt so, als würde es was bringen. Wir haben nämlich schon angefangen, Mass Effect zu zocken und das ist aber doch ein bisschen gewaltig. Deswegen tut es uns, glaube ich, gut, wenn wir zwischen den ganzen Let's Plays mal ein bisschen, wie sagt man, kurzweilige Mono-Oral. Warte mal kurz. Okay. So, kann losgehen? Ja, kann losgehen. Oh, ist das süß mit dem Hund. Also, die Japaner, die wissen schon, wie man merkwürdige Spiele macht. Oh, ich kenne diese Musik. Der hat irgendwas mit Affen zu tun, mit den ersten Menschen und so. Ja, Interstellar, genau. Mel Brooks hier, die Geschichte der Menschheit, oder? Sinn des Lebens. Tokyo Ska. Ja, Mel Brooks mit dem Sinn des Lebens. Mit Bud Spencer und Terence Hill. Oh, ist ja schön. Und so ein System, wa? Ah. Oh. Hat man vielleicht jetzt schon einen kleinen Hint in Richtung, wann dieses Spiel spielt? Ich glaube fast nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Oh, ist das Independence Day? Nein, es ist Incredible Crisis. Ja, aber dieses Raumschiff sah so nach Independence Day aus. Independence Day 2 vielleicht sogar. Ah, sie ist 80. Sie ist 80, ja. Ah. Oma hat Geburtstag. Und sie sagt es auch irgendwie auf so eine Art und Weise. Oh, alle haben es vergessen. That's right. 47, 40. Oh, 7 Jahre Altersunterschied. Ja. Aber es geht schon klar. Ah. Also, ich käme mir doof vor, an einem Geburtstag meiner Familie sagen zu müssen, dass ich Geburtstag habe. Definitiv, ich mir auch. Ah, vielleicht ist das in Japan so. Er ist männlich. Er ist männlich, das ist das Einzige, was wir über ihn wissen. Und sein Name natürlich. Okay, das ist ihr Wunsch, also dass jeder früh nach Hause kommt. Ist eigentlich ganz süß. Den kann man erfüllen, ja. Imperial Development Company. Oh, das ist aber jetzt schon ziemlich fette Grafik für 99, oder? Ja, ist ja Rendergrafik. Trotzdem. Ja, es ist... Also nicht in-game, okay. Pixelig bis zum Get-No. Ah. Du wirst dich aber wundern, welches Spielprinzip hinter diesem Spiel steckt. Ich werde mich auf jeden Fall wundern, ich habe bisher noch keine Ahnung. Aber Time to Exercise? Dance Fever? Also ist das so ein Ding, wo wir normalerweise an so einen Automaten links und rechts mal treten müssten? Ja, kann gut sein. Press buttons and directional buttons as shown. Make a mistake. Your skill level goes down. Perfect dance, your skill level goes up. This game cannot be paused. Nein. Was soll ich pushen? Oder? Oh, das ist die GTA. San Andreas. Oh, du versaust es bisher. Aber mit den Buttons bist du besser als mit den Drücken. Vielleicht liegt das daran... Nein. Okay, willst du mal probieren? Irgendwie... Nein, das wurde schneller. Okay, übernimm du.
Ich. Oh, aber du hast das gerade überstanden. Du hast das echt raus jetzt langsam. Gerade so. Davor, dass der Vulkankopf hochgeht. Aber ich hoffe, es wird nicht noch schneller. Power Move. Das ist ja nicht mal Büro-Exercise, ey. Ja, die Japaner sind genau wie die Schweden, die sind immer sehr innovativ. In Bezug auf ein bisschen, ja. Oh, mit diesen psychedelischen Hintergrundbildern, echt cool. Vor allem, dass das irgendwie so eine synchrone Choreografie sein muss. You did it! Ja. Hervorragend. Es gibt viel zu wenig Alltagsspiele. Ja, aber das hatten wir sowieso schon neulich, was heißt neulich, vor einem Jahr oder so mal diskutiert, dass wir definitiv mal so ein Alltagsspiel-Special machen sollten, irgendwie die Top 10. Und da hatten wir uns dann 3 oder 4 rausgesucht und danach wurde es richtig schwer. Bowling Inferno. Was hatten wir denn da? Papers, Please, Euro Truck Simulator fällt mir noch ein. Ja, und ich habe den Werkstatt-Simulator, habe ich tatsächlich drauf. Distance Meter Turn Red Run with X-Man. Enough Energy Drink. Okay, also darfst du nicht ständig den X-Button mischen. Hast du jetzt hier gespeichert? Okay, das kriegen wir aber hin. Soll ich jedes Mal saven, wenn du eine Etappe geschafft hast? Okay. Oh. Game clear! Gesaved. Ah, zum Glück hast du mir das mit den Anti-Drinks gesagt, da hast du es wahrscheinlich gesperrt. Elevator of Doom. Doom. Ja, geh da bloß nicht weg von diesem Fahrstuhl. Was? Da war nichts mehr passiert? Ich hätte gedacht, dass die noch da. Break it. Okay. Mist, ich hab das zweite zu lang. Ah, du musst nur ausweichen von den Sachen, die oben reinfallen. Ich bin auch ausgewichen, aber zu früh. Das ist höchst spannend. Aber ich hab's geschafft. Obwohl ich noch so ein Ding auf den Kopf gekriegt habe. Screw this! Was ist denn das? Warum ist denn ein Kühlschrank runtergefallen? Again! Warte mal, ich lade nochmal neu. Oder? Nein. Ich krieg's hin. Ja, mit so einem Hühnchen auf dem Kopf kann ich leben. Oh. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum wir das jetzt zweimal machen mussten? Weil denen sein, das Leben einfach scheiße zu dem armen Taneo ist. Wie konnte überhaupt ein Kühlschrank runterfallen? Das ist eigentlich mal eine ganz coole Reaktion, dieses Uäh! Jawohl! Weil riesige Weltkugel gefüllt war mit Dynamit oder was, hä? Das ist echt ein bisschen McLean-Scheiße, die er hier gerade abzieht. Nerd on a wire. Ah. Luftballons. Jo. Nein!
Ich hab gespeichert. Gut. Press and hold X to move towards the green zone. If you lose balance, recover with directional buttons. Pole will snap when time is up. Okay. Ich verstehe es nicht wirklich. Achso, ich muss in den grünen Bereich immer. Meter pro Sekunde? Das ist die Windstärke, ne? Also, ich... Nein! Warum mache ich denn sowas? Ich habe erst total gar nicht begriffen, was da mit der Windstärke war. Oh nein, oh nein. Oh nein, ich höre diesen Sound runtertippen. Ist dieses Düt-Düt-Düt beunruhigend? Nein! Wie hoch ist dieses Haus, ey? Ich weiß auch nicht, was das soll. Wo ist... Ach, bist du gegenüber auf das Haus geflogen? Nee, ich weiß nicht. Irgendwie ist es seltsam. Ah, keine Ahnung, was das soll. Jop, jop. Vor allem wechselt der Wind immer so schnell. Es bleibt spannend. Oh, warum ist er nicht einfach gekrochen? Hat sich festgehalten. Ah, oh, Taneo. Dein Leben ist scheiße! Restaurant, Cafeteria, Restaurant! Oh. Okay, er ist tot, oder? Er ist tot, hoffe ich. Ich hoffe nicht. Wie B, B, C, D macht insgesamt A. Daniel Feiss. Okay. Na gut, immerhin ist endlich mal ein Krankenwagen angekommen und hilft uns ein bisschen. Paramedic CA Team. Oh nein. Sehen aber jetzt nicht aus wie BA, Hannibal oder Heck. Ich wollte jetzt Proctor sagen, aber das war ja Police Academy. Yes. No. What? Wie soll ich das denn wissen? Das sind die furchtbarsten Mediziner der Welt. Gib mir kurz ein Backup. Wir müssen Fragen richtig beantworten. Are you okay? Die Nightingale? What?
Also lernt man auch noch ja, was. Ja, die eine Frage war... No. Die eine Frage war, ist die dänische Flagge die älteste der Welt? Okay, ich habe einfach mal geraten. Noch ein Fehler? Na, fuck. Nein, weil du musst nur auf die hintersten gucken. Auf die hinterste Zahl. Ah, okay. Und dann sowas wie 3 mal 5 ergibt ja... Ja, so, okay. 3 mal 5 ist ja 15, aber da war eine 5 hinten, oder? Nee, da war eine 0. Ja, okay, Game Over. Du, die gehen. Ich hatte jetzt nicht gespeichert, ich Idiot. Das wäre F1 gewesen, oder? F1. Ja. Danke, du bist eben das Mathe-Genie unter uns beiden. Wie viel Zeit hast du? 3 Sekunden mal bloß. Da, Pierre, du fette Sau. Hast du gesaved? Ja, F3 ist doch... Ja. Darf ich mal? Ja. Ey, die letzten Fragen, die hauen mich echt rein. Nachdem man immer irgendwie so, ja, das Basketball ein 5-Spieler-Sport pro Team. Nee, du kennst die aus. Ich dachte, du bist nicht so die Sportskanone. Sehr gut. Ich bin Klosri. Deine Fragen, habe ich das Gefühl, sind auch nicht so schwer. Eigentlich sind da viel mehr Spieler pro Team, aber naja, auf dem Feld sind das immer 5. Was ist denn das? Das sind doch keine ernstzunehmenden Fragen. Ja. Komm, noch 2. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Taro, Haro, Hanoko. Hier ist der schwerste. Ist der Angriff? Nein. Oh, you did it! Ohne falsche Antwort. Ey. Du bist echt irgendwie extrem schneller Denker und auch gut im Raten wahrscheinlich. Das wohl eher. Du bist gewöhnt. Ey, let's go by Stretcher. Right the stretcher, use left and right directional buttons to steer, avoid cars and motorbikes if you hit. Weiter. Construction signs, you'll lose control for a while. You're done when the distance meter reaches 0. Okay. Ja, Construction sign ist etwas irgendwie das kleinere Übel, wa? Weil da ist man sich sicher, dass immer kein Motorradfahrer lang kommen kann. Stimmt, ja. Du bist das war eine fiese Aktion von dem Auto. Was ist denn los mit dem? Manometer. Hey, Japan. Also wenn sie direkt auf einen zukommen, dann kann man getrost geradeaus fahren. Oh, außer Motorradfahren. Ja, Motorradfahren nicht. Und wenn sie jetzt durcheinander kommen, dann bist du echt ziemlich gefickt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Mhm. Ja, aber ich meine, du hast 3/4 geschafft. Yeah, und Construction Science bedeutet immer eine gewisse Ruhe. Mann! Du bist doch weit davon entfernt. Zu gewinnen? Okay, you got it. Nein, I got it not. Nein. Okay, ich glaube noch ein Hit, das könnte zu viel sein. Machen Sie. Verdammte Scheiße. Okay, mal sehen, ob ich Reflex habe. Ich habe eigentlich viel dieses Spiel gespielt, dieses Klavierspiel. Welches? Fürs Tablet, oder Smartphone. Ah, ja. Piano-Tiles. Ja. Aber wenn man einmal wirklich in dieser
in diesem Wahnsinn der Construction Science drin ist, kommen wir da schwer wieder raus. Nein, Mist. Habe ich falsch eingeschätzt. Es ist echt hart, ne? Ja, ich glaube, du warst so aufgeregt. Du hast ja nochmal links und rechts. Nee, das Ding ist, wenn du einmal so richtig raus triffst, so ein Verkehrsschild triffst, dann kannst du es fast knicken. Na gut, okay. Bist ein ziemlicher Meister, ne? Mist. Nicht wirklich. Ich kalkuliere bloß immer mein Risiko. Ah, fies. Zweimal links, rechts und dann zweimal links plötzlich. Ach so, man muss bloß... Du musst auf die Autos zuhalten. Dann weichen sie dir aus. Die weichen mir überhaupt nicht aus. Die sind einfach bloß destruktiv. Können nicht fahren, diese Asiaten. Oh! Ja, aber jetzt bin ich irgendwie komplett raus, du hast recht. Da konnte ich ja nichts gesehen. Oh, Glück gehabt. Pech gehabt. Ah, guck mal, das sieht aus, als wenn du es schaffst. Mist! Keine Reflexe gehabt. Ah, die wird auch noch schneller als die Autos, darum kann man... Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Wie viel noch? Na? 40 Meter. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 0. Oh. Schön gemacht. Schön gemacht. Man fragt sich, warum das auch nicht gebremst wird, dieser Stretcher. Oh, und jetzt kann er plötzlich aufspringen. Ich glaube, gerade eben war er. Karma the bitch. Diese scheiß Weltkugel hat ein Problem mit mir. Oh. Well, hello there. Domo arigato, Mrs. Roboto. Ah, diese Europäerin, die bei mir im Büro arbeitet, genau. Hey, du liegst hier gerade auf der Straße. Sehe ich das richtig? Was? Er ist doch aber verheiratet. Ja, gerade deswegen. Er ist gerade 47, wenn ich mich erinnere. Da ist er natürlich in so einer Phase. Crazy Circle. Oh. Ich glaube, das ist ein vorteilhafter Ausgang für ihn. Und wahrscheinlich ein sehr enttäuschenden Ausgang für sie. Übernimm du mal bitte. Okay. Find the pressure points. The lady needs a back massage. She will guide you. Find the points with X. Button and directional. Fill up the plat. Okay. Aber auch mit den directional. Achso. Kannst du mal ein bisschen hinterher gehen, vielleicht mit den. Die Stimme gefällt mir, dass sie auch so schallt und so. Oh, das Pleasure-Meter geht schon wieder runter. A little. Klingt nach so einem 90er-Jahre-Techno-Lied, oder? Mann! A little down. A little bit right. A tiny little bitsy bit down. Ja, ich glaube, da musst du richtig weit runtergehen. Was ist dieses Symbol gewesen eigentlich, was da so versteckt war? Oh, deine Aufregung ist schlecht und wie ziemlich hoch. Du hast es echt irgendwie versaut. Probiere du den Verkehr mit der Frau. Ich massiere bloß den Rücken. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich massiere hier nicht den Rücken. Schade, das war kurz davor, ne? A
Romance. Jawohl. So ein okay, haben wir jetzt den Rücken oder haben wir jetzt die Vorderseite massiert? Ich war mir jetzt nicht eindeutig. Weiß man im echten Leben ja auch manchmal nicht. Oh. Er sieht relativ glücklich aus. Was? Sie ist ein Secret Agent. Eine elektronische Vagina. Oh. What? Warum ist er der Feind von dieser Frau? Wahrscheinlich träumt er. Ich glaube nicht, dass er träumt. Sweet. Das war echt ein Ausgang, mit dem er wahrscheinlich nicht gerechnet hat, oder? Nein. The Bomb. First half of the year, 2000 Personal Affairs Assessment. Let's go by Stretcher und Love Fireworks and Ferris Wheel. Mann, B insgesamt. Wow, Alter. Tanao hat echt ein Leben. Es ist hart, ne? Ja. Up in Smoke in Tokyo Bay. Ja, wenn Leute. Er hat aber echt Schwein gehabt, ja. Ja, das ist wirklich McLean-Scheiße. Warum gibt's da denn, wo er Mission Impossible, aber warum gibt's davon nicht mehr? Oh, sie hat ihn abgeworfen. Okay, aber er hat die Situation noch überlebt, was ja schon mal und ziemlich die gut ist. Noch drauf. Ja. Ist vielleicht so mit so einem sportlichen Ding festgemacht. Oh, sie ist ein Alien. Weißt du, wie das aussieht wie Simon, wo du immer die Farben drücken musst, oh, Independence Bay. Ah, wie genial. Manometer. It's mean gang. Don't let them think about it. Achso, weil sie im Mutterschiff ist, oder was? Achso, er ist direkt noch auf dem Kriegsschiff irgendwie hochgeklettert. Ja, das ist super. Protect the UFO. Ja, weil Rilka drauf ist. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich da hoch. Wie soll ich das denn machen? Boah, ist das anstrengend. Ich glaube, du kannst vielleicht auch die Hubschrauber abschieben. Oder die Schiffe? Ich glaube aber wahrscheinlich nicht. Ja, aber das machst du eigentlich ziemlich gut. Du musst ja auch nicht nachladen, oder? Oder sind das deine Schüsse da? Das ist doch die Zeit, die vergeht, oder? Die 61. Ja. Ich glaube, also noch eine Minute durchhalten. Du machst das sehr, sehr gut. Ach, die schießen jetzt auf dich. Ja, du hast dich gerade ein paar Feinde gemacht. Ich habe mich unbeliebt gemacht. Warum? Hey, was sind das für scheiß Aliens, die davon abhängen, dass abhängig sind, dass du denen ihre Luftabwehr machst? Alter, ey, hört auf! Hört auf! Musst du mal vielleicht klar und eindeutig kommunizieren. So, sehr gut. Independence Bay. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine C werden insgesamt. Oh, zum Glück haben wir auch bloß zwei Schiffe da. Und einen Jet oder zwei. Nee, zwei Jets. 4 Sekunden noch, 3. Game clear, nicht game over. Nicht ganz. Kommt aus den Explosionen nicht mehr raus, ne? Naja, aber ich meine, shit happens. Titanic Way. Castaway oder was? Also, Titanic. Die hatten wahrscheinlich sehr viel Spaß bei den Thumbnails. Middle-aged man falling from the sky. It's okay, it's no big deal. Er haut sich mit einer Bürste. Jetzt müsste es ein Adventure werden, so für anderthalb Stunden. Ja. Nein, was machst du denn? What have you done? Absolut richtig. Aber wie würdest du sagen, ist dein Vergnügens? Bei dem Level gerade, finde ich, ist es einfach zu lang. Da hätten auch 60 Minuten. Na, sag schon, 60 Sekunden hätten es auch getan. Eigentlich lustig, weil ich ihm mit voller Wucht einen Regenschirm in den Bauch gerammt habe. Das Gute ist ja, dass wenn er da ist, dann
kommt meistens erstmal nichts außer ja. Woher hast du den Regenschirm? Ich hab einen Typ gegeben, vielleicht war auf dem Schiff. Die Story macht schon Sinn, aber daran kannst du nicht irgendwie. Nein. Geschichten, die das Leben schreibt. Also es sind ja nicht 7 Sekunden, sondern es ist ja die Meteranzahl. Stimmt, ja, aber es ist in Sekundenabständen. Ja, wenn man es voll. Er ist plötzlich wieder auf dem Schiff gewesen. Oh, Jubel. Ey, das hättest du. Ach, er ist so dämlich. Dieser dumme Mensch. Krillin. Ah, na ja, bei einer U-Bahn passieren die gute Dinge. Okay. Gut. Das sagt eine, aber die hat gerade eben gebremst, die U-Bahn noch, gerade in den Bahnhof. Übernimm du mal bitte wieder. Vielleicht sagt dir dieses Level mehr zu. Da musst du noch was helfen. Ah, wir kommen rechtzeitig zu Oma. Naja, was heißt rechtzeitig? Oh, das ist auch schon wieder so eine. Nee, was war das gewesen? Skyfall, glaube ich. Haben wir das jetzt durchgespielt? Na was, dieses U-Bahn-Level gerade eben? Ja. Ja. Nee, ich meine generell das Spiel. Nee, wir müssen ja, glaube ich, alle Charaktere mal spielen. Okay. Eins up. Sehr schön. Na, wenn wir mit ihm fertig sind, würde ich gerne ein Päuschen machen. Danke. Oh, mir ist jetzt aber auch heiß geworden, wirklich. Es ist sehr warm hier. Durch das Schnelle, durch die Traktion. Oh, Etsuko! Etsuko, na endlich. Etsuko ist die Ma, oder? Ja. Naja, wir machen jetzt ein Päuschen. Ja, wie dem auch sei.